Im letzten Video habe ich einen meiner Lieblingstaschenrechner verwendet, um eine kleine Berechnung durchzuführen. Es handelte sich dabei um dieses Gerät. Und warum gefällt mir gerade dieser Taschenrechner? Ich meine, er hat keine wissenschaftlichen Funktionen. Ich meine, gut, Klammerrechnung, Pi. Das ist so das Maximum der Gefühle, was das Gerät kann. Ganz rudimentäre Speicherfunktionen. Quadratur, Wurzel, okay, das ist so das, was es kann. Es hat nur 8 Anzeigepositionen plus Vorzeichen. Ist jetzt nicht ganz so das Maß der Dinge mehr, aber ganz ehrlich, der Rechner hat ein wirklich unglaublich angenehmes Tastenfeedback. Man merkt sofort, wenn man was gedrückt hat, weil es wirklich noch richtige mechanische Knöpfe sind und nicht dieses komische Gummitastaturzeugs. Man kann ihn immer perfekt ablesen, weil er mit einer Vakuumfluoreszenzanzeige arbeitet. Es ist im Prinzip eine Art von Anzeigeröhre, wenn man so möchte. Grundsätzlich so ähnlich vom Prinzip her wie eine Fernsehbildröhre. Also es wird halt ein Leuchtmittel dazu angeregt zu fluoreszieren durch Elektronenbeschuss. Und da ich ja auch generell ein großer Freund von Elektronenröhren bin, ist das natürlich nochmal ein zusätzlicher Bonus. Und ich dachte mir einfach, dieses kleine handliche Gerät gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, zerlegen das mal, schauen da mal rein. Ja, können wir machen. Es fällt auf, dass dieser Rechner hinten zwei Magnete aufgeklebt hat. Warum? Naja, ganz einfache Sache. Das ist einer von zwei Rechnern, die ich hier im Labor regelmäßig verwende. Und damit sie nicht ständig im Weg rumfliegen oder aber irgendwo rumfliegen, wo man sie nicht findet, habe ich mir gedacht, wie kann ich die denn ganz einfach irgendwo befestigen? Hier vor mir direkt quasi da ist eine Magnetwand, wo ich sie anbringen könnte. Aber ganz ehrlich, diese Magnetwand ist immer voll mit jede Menge Notizen und allem möglichen Kram. Braucht man nicht unbedingt da. Deswegen habe ich mir gedacht, ich habe hier so einen Gefrierschrank drinne stehen. Und da kann man das doch eigentlich da dran machen. Und deswegen, man ignoriere das Chaos. Da ist der Gefrierschrank. Und normalerweise hängt der dort. Ja. Und das ist der Grund für die Magnete. Also, gucken wir mal rein. Das ganze Teil arbeitet mit zwei Mignon-Batterien. Zu öffnen war es, wenn ich mich recht entsinne. Ach Gott, entschuldigt bitte den Lärm im Hintergrund. Der Nachbar macht irgendwas in seinem Garten. Seit 4 Tagen ist hier nur Lärm. Ich hoffe, es kommt nicht so sehr durch im Video. Falls ja, bitte ich dafür um Nachsicht. Ich kann leider nicht mehr tun, als die Fenster zu schließen. Gut, geöffnet wird das Ding, wenn ich mich recht entsinne, nur mit Clips. Ja, das war nur geklippt. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil dieses Teil entsprechend schon alt ist und man hört es, glaube ich, auch. Das Kunststoff ist jetzt nicht mehr so ganz so robust, wie es mal war. Deswegen, ich hoffe, ich töte ihn jetzt nicht bei diesem Versuch, da mal reinzuschauen wieder. Ah, da ist schon das erste Stück Kunststoff weggebrochen. Wundervoll. Was will man denn mehr? Und da offenbart es sich. Das sieht doch. Jawohl. Ah, hier hatte ich ein wenig mit Klebstoff nachgeholfen, so wie das aussieht. Ja, genau das hatte ich gemacht. Ich habe da wohl offenbar mit Klebstoff nachgeholfen, weil wahrscheinlich genau da schon das letzte Mal was abgerissen ist. Gut, man sieht ganz klassisches Layout noch mit geschwungenen Leiterbahnführungen. Alles nur Durchsteckmontage. Wir haben hier keine SMDs drauf, logischerweise. Das Teil ist von. Haben wir da ein Datum drauf? Revision A. Nein, kein Datum an der Stelle. Haben wir hier ein Datum?
War wahrscheinlich mal eins drauf, kann man aber nicht mehr erkennen. Was man auch sehen kann, ist, es ist ein Taschenrechner von Quelle damals. Versandhaus Quelle kennt sicherlich der eine oder andere. Ein Privileg Modell 848 MD oder 84 BMD, weiß der Geier. Mit der Seriennummer 93748. Wie schön. Man sieht auch, ich habe schon mal die Verkabelung hier erneuert, weil die Kabel komplett wegkorrodiert waren. Aus dem einfachen Grunde ausgelaufene Batterie. Der Batteriekontakt war komplett weg. Der Batteriekontakt, naja, zumindest so weit, dass ich ihn mit ein bisschen Schrubben noch retten konnte. Das sieht man so halbwegs, dass da immer noch ein bisschen Rost und alles dran ist. Aber die Drähte halt waren komplett weg. Dieses Tesafilm könnte ich vielleicht. Oh, ii. Ii. Was ist denn damit passiert? Lass meinen Finger los, ist ja ekelhaft. Was auch immer damit passiert ist, ich möchte es, glaube ich, gar nicht wissen. Achso, genau. Kleines nettes Feature. Wir haben hier einen Anschluss für Netzspannungsbetrieb, wenn man denn das passende Netzgerät noch hätte. Oder jemals gehabt hätte. Das gab es, glaube ich, als optionales Zubehör. Gut, holen wir mal diese Platine dort heraus, wenn die denn da heraus möchte. Ich habe so die Befürchtung, dass dafür die Kontakte ab müssen. Machen wir doch gerne. Wie machen wir das am besten? Da unten ist Masse und Plus haben wir dort. Das markieren wir uns am besten einmal, wo Plus war. Da war Plus. Masse ist ja relativ einfach zu merken, an welcher Stelle das war. Und dann müssten wir das doch irgendwie hier herausbekommen können. Aha. Das ist gar nicht so einfach wie gedacht, weil dafür, um das herauszubekommen, muss die komplette Kontaktleiste ab. Aber das haben wir doch gleich. Das ging schneller als erwartet. Dann können wir noch hier dies lösen. Auch wenn da jetzt nicht so sonderlich viel drunter sein wird, außer ein paar Taster. Die klassische Anordnung einer Folie mit einem Metallstückchen, was direkt auf die Kontakte auf dem Board drückt. Hört euch dieses schöne Klicken an. Das war noch haptisches Feedback. Das findet man heutzutage überhaupt nicht mehr. Hier oben auch ein nettes Detail, der Schalter für Strom an und aus. Eigentlich ganz robust ausgeführt. Wenn auch nicht vergoldet, aber wenn man sich die Schleifkontakte mal anschaut, das sind diese etwas schärferen Varianten, die quasi selber sich immer den Weg frei schleifen bei jeder Bewegung. Also das ist okay. Die Skalenscheibe ist offenbar eingeschmolzen, also es sieht nicht so aus, als wenn man die einfach herausnehmen könnte. Was schade ist, so könnte man beispielsweise einen Farbfilter dort noch einbauen, beziehungsweise die Farbe der Geschichte an sich austauschen.
was ich gerne machen würde. Ich fände es schön, wenn es beispielsweise in Rot wäre statt in diesem Grün. Aber gut, da kann ich eigentlich schon ganz gut mitleben. Ja, hier haben wir das kleine PCB mit diesem merkwürdigen Klebereste hinten drauf, der wirklich ziemlich eklig ist. Haben ein kleine Schaltnetzteil Geschichte hier drauf, weil diese Röhren arbeiten mit einer etwas höheren Spannung. Ich würde jetzt mal schätzen, dass hier so um die 25 bis 60 Volt rauskommen, je nachdem. Die Heizung von den Röhren wird in der Regel mit 2,5 Volt direkt betrieben. Also gut, zwei Batterien in Reihe gibt ungefähr 3 Volt, das ist in Ordnung. Aber wahrscheinlich, das wird sehr wahrscheinlich der Vorwiderstand dafür sein. Nein, ist es nicht. Das ist dieser hier. Dann, das sind wahrscheinlich die Heizungsanschlüsse hier am Rand. Diese beiden dort. Ich vermute, geht da runter. Vielleicht erzeugen wir auch direkt die Heizspannung damit raus. Das wäre mal interessant zu wissen. Aber ohne Schaltplan, sage ich ganz ehrlich, ist mir das etwas zu aufwendig, da jetzt nachzugucken. Verbaut wurde als Einchip-Architektur haben wir hier ein TMS 1045NL. Das sagt mir jetzt so ad hoc wie so oft nichts, aber da können wir natürlich mal nach dem Datenblatt schauen. Das machen wir jetzt mal sofort. TMS, wartet, war das 1045NL. Ein Datenblatt hätte ich davon gerne. My Calculator Database. Ja. Oder auch nicht. Ja, ich habe jetzt eine ganze Zeit lang gegoogelt. Leider ist es mir bisher nicht geglückt, für dieses IC ein Datenblatt herauszufinden. Was ich ein bisschen schade finde, es hätte mich echt interessiert, wie die Daten von dem Ding sind, ob es vielleicht mehr kann, als hier verknüpft ist, weil wir sehen zum Beispiel, dass an der Stelle zwei Pins noch ungenutzt sind. Vielleicht gäbe es da noch die Möglichkeit, weitere Funktionen dem Taschenrechner hinzuzufügen. Wäre schon interessant gewesen. Aber leider, leider habe ich da jetzt, sehe ich da jetzt keine Möglichkeit. Sehr schade. Naja. Hier haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, den Schaltnetzteil-Part. Das hier, wie ich gerade gesehen habe, sah von unten erstmal aus wie so ein ganz klassischer Op-Amp in einem TO90-Gehäuse, wie das heißt. Oder TO99, weiß der Geier. Na, diese runden Metalltypen, zum Beispiel so wie dieses hier. Auch wenn das jetzt kein OP ist. Aber es ist tatsächlich der Transformator in einem relativ heute eigentlich eher untypischen Gehäuse mit einer Ferritschalung außen herum. Ist aber nicht uninteressant. Schön mal wieder sowas zu sehen. Als Kondensatoren wurden verbaut. Diese orangefarbenen kommen mir so bekannt vor. Könnte das Siemens sein? Steht kein Hersteller drauf. Schade. War aber so eigentlich die typische Bauform, wie Siemens sie damals hatte. Da habe ich jetzt auch noch ein paar von rumliegen. Ja, hier ist zum Beispiel einer. Ja, hier. Aber ja, man sieht schon, das Plus ist ein bisschen anders. Nein, das ist wahrscheinlich keine von Siemens. Weiß der Geier, was das dann für eine Marke ist. Ist im Endeffekt auch egal. Der kleine blaue hier ist auf jeden Fall Nichicon. 85 Grad Typ. Diese hier haben keine Temperaturkennzeichnung, aber einen Datumsstempel von 1977. Da können wir das Ganze zumindest mal so grob einordnen. Hier haben wir auch 7749, wahrscheinlich 49. Woche 77. Also schon ein paar Tage auf dem Buckel, das gute Stück. Was ich gerade übrigens gesehen habe, die Kondensatoren sind mit 63 Volt spezifiziert, also wird das Ding wahrscheinlich tatsächlich eine Betriebsspannung irgendwo im Bereich 50 Volt oder ähnliches haben. Schick. Ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich nochmal kurz mit ein bisschen Alkohol darüber und mache dieses eklige, klebrige, was immer es ist, weg.
Und dann bauen wir das wieder zusammen. Nicht uninteressant, würde ich sagen. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode von Tinkertubes Lab. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abonnement sehr freuen. Teilt mir doch auch eure Meinungen in den Kommentaren mit und verbreitet dieses Video in den sozialen Medien. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, euer Isjölf hier.